Hallo Hallo, dann sage Aisling. ich grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Wreckfest. Und diesmal mit Yay. einer geilen Strecke mit den Rasenmähern. Und mit mir dabei ist natürlich wieder Valvo, Joker und Kenny. Zurück auf Start. Servus. Grüezi. Wieder mit einer Warum anderen habe ich denn jetzt ein Geldpornofarbe. USA-Rasenmäher? Ich wollte eigentlich ein Pinke. Was soll denn der Scheiß? Bitte, bitte. Warum hat jetzt Den der hat. Kenny mein Rasenmäher? Hä? Oh. Hä? Geklaut. Da gibt's gleich Stress, glaube ich. Hey. Warum hat der meinen Rasenmäher? Kenny, ist deiner auch pink? Ja. Okay, meiner wird nicht mal mehr angezeigt. Ich habe so eine blöde USA-Flagge. Was soll denn der Vielleicht haben sie dann. Vielleicht haben sie einfach neue, der jetzt drin hier macht jetzt über. Komm, erstmal. Oh, Balbo. Gut, dass die zerstören. Oh, mich hier, Alter! Das sah aber gut aus in den ersten 100 Metern. Aber offensichtlich nicht. Ich glaube, da müssen wir mal zuschauen. Ist der Valvo eigentlich noch drin? Nicht mehr, glaube ich jetzt. Nein, er ist noch da. Schade, sah jetzt in den ersten 100 Meter sehr gut aus, liebe Zuschauer. Aber jetzt der Kampf. Kenny gegen Joker. Wer vom Rasenmäher fliegt, verliert. Das haben wir gerade gesehen bei mir. Und das ist der Joker, der hat verloren. Du Sack, du Sack. Also, jetzt kann der Kenny Na, vorne hoffen wir jeden, wegfahren. ne? Aber vielleicht kommt ja der Valvo. Der ist letzter fast. Nö. Aber er Mit ist der noch auf. Fitness da gar nicht Oh! zurecht. Aber er ist noch. Oh, ich glaube, der Kenny ist weg. Die Kenny-Intelligenz, KI. Wie das aussieht, Alter! Auch Was Start und für Ziel jetzt alle. ein verficktes Bild! Was für ein abgefucktes Bild! Valvo wird als letzter angegriffen. Aber er ist noch auf dem Rasenmäher drauf, was so viele Nimmel sind. Also insgesamt sind schon 5 vom Rasenmäher nur gefallen. Ich bin enttäuscht. 6 sind nur vom Rasenmäher gefallen. Ich bin enttäuscht. Da haben wir Strecke gehabt, da sind sie alle vom Rasenmäher geflogen nach Reihe. Oh, ich glaube, da kam einer dazu. Ja, da brennt was ab. Sind aber immer noch nur 6. Spannend hier. Alle gleich am Anfang raus. Also da hatten wir Streckenjoker, da sind die aber am Anfang rausgekachelt. Oh, und bei Valvo sieht's gleich so aus, als fliegt er vom Rasenmäher, aber er Alles gut. kann sich noch retten. Einfach nur durchhalten. Er hat jetzt den Kurs ganz langsam gerundet und sich im Meer weg. Und ich Man den weiß Reifen gar nicht, wo mitnehmen. man hinschalten soll. Man muss immer der Geräusche nachgehen. Aber Kenny, der macht es hier souverän, ja. Der hat da vorhin schon ein paar gute Takedown-Runden erlebt. Und der Valvo krebst aber mal langsam um den Kurs. Nur nicht umfallen. Oh, Verstappen! Oh, das war knapp. Ah, oh, Schwein gehabt. Ich glaube, der andere Stecker wäre lustiger. Wo die KI nicht zurechtkommt. Können wir ja danach mal Bugbear Island machen. Kenny. Das ist jetzt aber eine Strecke vom Originalspiel, glaube ich, was der Joker hier genommen hat, gell? Ja. Oh, Kenny. Wer fliegt? Und Oh. da fliegt er vom Rasenmäher! Und Da damit bleibt folgt nur nach noch der der Game. Valvo Auf übrig. Wiedersehen. 7. Ausfall war der Kenny. Sind überhaupt noch sehr viele drin? Leider noch zu viele. Wir bleiben mal beim Valvo. Na, ist auch langweilig, wenn ich da jetzt allein rumfahre. Aber du bist doch schon dran an Jos Verstappen. Gibt's denn noch 8 Sekunden. so ein paar geile Kameras hier? Cockpit. Ja, die ist doch gut. Oh, Also dafür müsste es doch eigentlich auch mal so eine Weltmeisterschaft geben, so Rasenweltme so Rasenmäher-Weltmeisterschaft. Sie dann alle so rumfahren müssen, so. jemanden weggerissen den Wer hat Park. den kürzesten Busch? Vorsicht, Weibo! Boah. Sechs. Acht mittlerweile schon.
Panis. Panis hat's weggerissen vom Valvo und dann war's das für den Valvo. Das war mal eine interessante erste Runde. Mit The Rasenmäher. Mit The Rasenmäher. Mit The Glatze. Mit Sekt vielleicht. Zweiter Anlauf. 21 Grad. Komm, Malmo! Kenny schon raus? Du Arsch, Alter. Kenny schon raus? Nee. Kenny schon raus? Nein. Kenny schon raus? Nein. Und Nofi gleich mal die Reifen. Ah, ganz eng zwischen Jogo und Michi. Jogo probiert jetzt links, rechts, links, rechts. Schaut immer wieder aus. Und muss kotzen. In den Helm. Ja, ich sag Jogo Weber. Nein, du fährst hier nicht vorbei. Verzieh dich. Verzieh dich. Und da ist er umgekippt. Nein, ich kann noch fahren. Ich kann noch fahren. Du kannst doch mit X dich zurücksetzen lassen. Aber ich hab's noch geschafft. Ich bin noch in die richtige Richtung gekippt wieder. Und jetzt, wie man oder Kenny ist, leider weit zurückgefallen. Aber gut, ich fahr noch. Oh nein! Aber Valvo nicht mehr. Alles gut, alles gut. Aber, ja, aber da fahren sie in mich rein. Ich glaube, Valvo ist direkt hinter mir. Das wird ja immer lustiger. Aber eine Runde geschafft. 1 Minute 33 hier. Ja. Also ich habe jetzt 1 Minute 44 gebraucht, aber... Ich auch. Wir sind ja auch zweimal umgefallen fast, gell, Valvo? Mhm. Aber ich hätte gedacht, das war's jetzt. Und da konnte ich mich am Hügel entlang noch einmal retten. Röde. Boah. Da hat sich Ayantu gerade in den Feuerwald verabschiedet. Einer vor mir. Aber oh, hallo. Vorderrad ist schief. Hier liegt jemand. Dein Vorderrad vom Rasenmäher ist schief. Ja, wurde mir gerade angezeigt. Dein Vorderrad ist schief. Ja, wenn du eh mal irgendwo hinkrachst, dann ist das Ding schon deutlich beschädigt. Der sitzt doch nur noch halb am Motorrad. Achso, der ist mitgeschliffen worden die ganze Runde auch, gell? Jetzt nicht mehr! Jetzt ist er aufgeschlitzt worden wahrscheinlich. Okay, auf Wiedersehen. Aber immerhin anderthalb Runden besser wie nichts. Gucken wir mal, der Wallwasser... kenne ich schon noch mit dem Feld. Valvasa ist jetzt wieder die rote Laterne. Nee, ganz, das ist der Pedro Lamy. Ja, bei dem Name wundert mich das auch nicht. Ja, der Kenny, der geht ja auch rabiat zu Werke. Da, Ivan Capelli wird da zur Seite geschoben. Da vorne ist der Olivier Pan. Also das Bild ist doch eigentlich schon eine Samtmehl wert. Episch. Während sich Capelli auf Start und Ziel nochmal. Jetzt leider habe ich zu spät gedrückt und deswegen müssen wir leider die nächste Runde abwarten, ob das mal ein Samtmehl wird. Aber ich habe ja eigentlich ein Samtmehl. Kannst du es ja auch aus dem Video dann raus screenshotten. Ja, da ist die Qualität, glaube ich, nicht ganz so toll. Aber egal, machen wir wieder mal die Einblendung hier. Hier brennt der nächste. Bei Valvo fährt er gerade einen brennenden Rasenmäher um. Hey, die Leiche ist einfach weg. Was soll denn das für ein Scheiß? Joker fährt da. Wollt noch rüberfahren, was soll denn der Kack hier? Das sehen ruhig an. Michael oh. Bartels. Oh Mann, Kenny! Oh, Takedown! Kenny kriegt einen Takedown immerhin, weil der Michael Bartels abgeschossen hat vorher. Ich hab den abgeschossen, der mich dann abgeschossen hat. Naja, immerhin Valvo ist noch da und Joker. Mit seinem... Joker, ist das Zufall, dass der hat schwarz-rot-goldene Lackierung, der Rasenmäher. Ich muss mit so einer blöden USA-Flagge fahren, was soll denn das? Ah, jetzt hier. Ah, jetzt ja. Eine Insel, ah, jetzt ja.
Es ist so eine türkische Y-Lackierung. Ja, das war jetzt nicht so berauschend. Das Samtmehl. Ich glaube, das ist nicht sehr gut geworden. Gucken wir mal, wer hier noch fährt. Ach, es kommt ja nur noch der Wallwurm ums Eck gekrebst. Sehr witzig. Aber er fährt noch. Aber hat natürlich keine Chance gegen den Dominator Joker. Es sei denn, der Joker fällt jetzt vom Rasenmäher. Das haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Ich fahre gleich in die Gegenrichtung. Dann wird Pastor Maldonado gewinnen, wenn der Joker vom Rasenmäher fällt. Das kann in jeder Kurve, die hier schnell zu durchfahren ist, passieren. Aber ich glaube, da hat es den Pastor Maldonado leider schon zerlegt. Hinter dir ist er nämlich nicht mehr. Also der gewinnt heute nicht mehr. Ne, Pastor Maldonado ist auf die 16 zurückgefallen. Kamui Kobayashi, Karun, Shandok, leck mich am Arsch, was da für Idioten da vorne fahren. Oh, Vorsicht, Kobayashi. Weil wo wir da Kobayashi. Das war ein Reifenstapel. Joker macht Reifenwechsel. Mal ein paar Reifen mitnehmen. Oh, für die Reifen. Boys. Für die Kleinen. Gummis für die Kleinen. Für kleinen Michi. Für die Kleinen. Eure Wreckfest-Folge. Hast du es gesehen, Michi? Wie der Jocke hat heute die Rasenmäher-Folge hochgeladen? Oder nee, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, da sind sie ganz schön geflogen. Das, was hier so ein bisschen fehlt, es war aber auch die Backbierstrecke, deswegen werde ich dafür, dass wir die nachher auch nochmal sehen. Weil da fliegen sie nämlich definitiv am Rasenmäher. Das ist ein bisschen lasch. Hier, hier müssen mal ein paar Leute runterfliegen. Die Zuschauer erwartet es. Ich hätte gesagt, wir fahren die 8. Bei den Rasenmähern? Mhm. Das ist natürlich okay. Auch. Ja, da ist bestimmt nach zwei Runden Schluss. Mensch, Joker, komm, bieg doch mal ein bisschen scharf in Kurve ein. Nur so die Gefalle. Fall doch mal von dem Ding runter. Das ist ja nicht mal schön. Oder nehmen wir ein paar mit noch dabei. Und ein bisschen langsam und dann zieh mal beim Kamui rüber oder so. Weil auch da hinten, die, da passiert ja nichts. Die machen sich ja nichts. Komm, Valvo, fahr doch mal ein bisschen näher ran, dass du da mal, dass du da Michi, mal einen erwischst. Kobalein und Shandok geben sich. Michi, fahr doch einfach ein bisschen besser, dann wärst du noch dabei und könntest es selber anstellen. Quatsch doch nicht so dämlich. Oh, Valvo ist weg. Oh, fuck. Oh Gott, es ruckelt. Nein, schlechtes Zeichen, es ruckelt. Uiuiui. Valvo ist weg, ja, da können wir uns auf Joker konzentrieren. Es hat gerade geruckelt, ich hoffe, er nimmt noch auf. Wo bist du down, Young Valvo? Startziel da irgendwie? Nee. Ich kann es gerne mal sagen, wo. Ich finde ich dich ja. Wie sah dein. Da ist aus. Meine Leiche. Oh. Gelb. Jo. Na gut, ich meine, bei der Temperatur, ich habe immer noch 28 Grad. Ja, drin. Das könnte sein. Ah, egal, nehme ich den mit! Der hängt da drunter, Alter. Ne, kein Wunder, dass der PC jetzt gerade ein bisschen hängt. Bei 28 Grad immer noch hier drin, trotz Ventilator auf höchster Stufe. Müsste man nachher im Systemprogramm checken, wie es ist. Na komm, Kobayashi und fick den Jockel. Ob die Temperaturen arg hoch sind. Ah! Auch gelb. Ah, Kobayashi, der haut jetzt glaube ich bestimmt gleich weg. Das wäre doch ein Samteljockel. Den ich. Nicht. Komm her, Kamui. Da kommt schon Shandok. Wow, wow. Da kommt doch der Shandok. Folgentitel. Das?
sonst fallen mir ja keine ein. Stimmt, da wäre mal einer. Muss ich mir merken. Ich glaube, ich muss mir immer so eine Liste machen hier, so eine Tabelle, und mir mal Folgetitel reinschreibe, damit ich nicht immer dann durchsuchen muss, weil es dauert ja dann doch immer, bis die mal hochgeladen werden, bis die kommen. Aber stimmt, der Shandog, der Shandog wäre schon mal... Scheiße, warum fallen die Säcke nicht? Den hast doch gar nicht mal getroffen. Der kann doch gar nicht umfallen. Hier, Schack. Vor Schreck. Hui. Kippt so rum vor Schreck. Stellt sich durch. Mein Leonardo. Der flebt immer noch, oder was? Das gibt's auch nicht. Was seid ihr denn für Spassalacken? Das denke ich auch immer bei manchen Schülern bei uns. Lebt immer noch. Nee, noch ein paar Reifen so. Das nützt nix. Der Villeneuve ist immer noch da. Da machen wir halt was ganz anderes. Jetzt kommt. Hier ist doch eine schöne Grube, oder? Die Kamera war so. Die Kamera ist so scheiße. Die hat man überhaupt nichts gesehen. Die TV-Kamera war echt scheiße jetzt. Ich hab die bleibt ja auch auf der Strecke. Warum soll die auch dahin gehen, wo ja keine Strecke ist? Ja, ich hab zu spät weggeschaltet. Okay. Ich hab leider zu spät weggeschaltet. Der Host hat beendet. Na, was sagt denn die Aufnahmezeit? Oh, ja, oh. So. Die Aufnahmezeit ist geil. Ja, das sind erst 16 Minuten. Die 8. Da. Da. Japsen, Strapsen. 1, 2, 3. Was? Nicht 4, 5, 6. Ich habe mich gerade eben schon gewundert, warum ich nicht reingekommen bin. Design 1 eingebaut. Ich will hier Design 3 haben. Design 1. Bein eingeschlafen. Oh, das mittlere natürlich. Obwohl Design 2 fände ich auch cool mit der Deutschlandflagge an der Seite, die aussieht wie eine Belgienflagge. Aber ich will rein pinkes. Obwohl, ne, komm, ich nehme das mit der Deutschlandflagge. Er will rein pinkeln, alles klar. Wollte gerade fragen, ob der Kenny noch da ist, oder? Ja. Ist noch da. Ups, eine 3 zu viel. Eine 3 zu viel. Eine 3 zu viel. Da, 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 da. Eine 3 zu viel. Es ist eine 3 zu viel. Da, 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 da. Der neue Song Contest sieht eine 3 zu viel. Malmo kreizt sich nicht mehr. Eine 3 zu viel. Ja, da trete ich dann für Österreich an. Dann wäre Queen sie bestimmt. Oder für die Schweiz. Es geht auch anders. Eine 3 zu viel. Stimmt. Da gibt es ja noch diesen tollen Mobilfunkanbieter, gell, Malmo? 69. Kenny, komm rein. Im Bahnhof in Wien weiß ich noch, da waren ganz im untersten Stockwerk, weil wo waren die alle drei nebeneinander. Erst Vodafone, nee, nicht Vodafone, A1, 3 und noch einer. Anderes Auto, Kenny. Es waren noch drei Hersteller, mir fällt der dritte jetzt ein. A1, 3 und noch einer. T-Mobile. Nein, es gibt noch einen, aber mir fällt da jetzt wieder nicht ein, weißt du, das ist wie immer. Ich sag Vodafone, dabei ist ja A1 quasi Vodafone in Österreich. Spaß und Marques ist wieder mit dabei. Ja. Oh. Da habe ich eine Folge so benannt. Die kommt ja bald. Vettel ist auch dabei. Aber den Shandog fand ich jetzt am besten. Und die Nudeln gibt's heute auch wieder. Paola Barilla ist da. Lecker Nudeln.
Und Demon Hill. Hüpfer, Mück, Schlüpper. Mück. Klang sehr schweizerdeutsch. Ja. Start, Menge. Ja, 21 Grad steht da drauf. Nee, bei mir ist leider ein bisschen wärmer. 21 wäre ja cool. Hat jemand gepupst? Ja, ich auch! Da hab ich! Oh, ich in die Zange nehme! Ah, ihr Schwein! Joker, du hast schon mal weggeflogen! Das gibt blutige Rache. Aber erst in der nächsten Runde. Ich konnte nichts dafür, Junge. Der Michi knallt erstmal Flammer und fliegt aus. Okay, das gibt auch blutige Rache für die Drecksäcke da. Jetzt schauen wir mal, was hier. Ja, ich glaube hier. Da steht noch hinter, liegt jemand. Das ist die Entscheidung. Nicht in die Zange nehmen und zack, bumm, räumen sie den mit eiserner Kraft ab. Schön, weil ich noch ein Ball hatte. Bei Valvo ist das Vorderrad. Der Affen fehlt. Nee, oder schief. Affen. Oh, das tat sowas von weh. Mal gucken, ob da überhaupt welche durch die 8 kommen. Boah, da liegen sie. Depsep fehlt auch noch hier. Du mein Sau. So. Depsep. Ist er schon draußen? Leider nicht. Der Valvo, der mag ihn ja eigentlich ganz heiß und innig, der Vettel. Der will es nur nicht zugeben. Er spielt aber mit ihm Hüpfer mit Schlüpfer. Vettel zieht ihn schnell. Also lebensgefährlich, das darf man eigentlich nicht den Kinder zeigen hier, was da passiert. Wieso nicht? Hier kommt gar keiner. Hier kommt keiner für die 8. Ich glaube, die sind alle so langsam, dass es hier nicht zu einem Crash kommen wird. Tja. Weil die meisten halt nicht überleben. Das ist eine gute Frage. Boah, die Chiva und Demon Hill geben sich so und da ist der Hill weg. So, Vettel! Der Vettel! Der Vettel, er lebt immer noch. Nur noch 10 im Feld. Da wurde eine Leiche umgefahren. Candy zieht ein. Die Nudeln sind auch noch dabei. Oh, Vettel fährt schon so krumm, der muss irgendwann einmal umfallen hier. Wie das aussieht, wie schwul über die 8 da drüber fahren. Fand der Gerda ganz hinten. Da nicht Vettel. Und? Na, lange dauert es jetzt nicht mehr. Boah, das ist schon der Brandl hat schon zu kämpfen gehabt. Da war schon der Kenny. Und Vettel. Oh, schade. Alle gucken sie auf den Vettel, wir gucken mal auf den Führenden. Der Boah, da fickt's den Lami gleich weg. Gnada? Oder Noda? Yoda? No go. Also passiert ja gar nichts. Die Zuschauer schreien schon, wir wollen unser Geld zurück. Kenny muss sich da durch die Leichen kämpfen. Die Cesaris hat die Erholung auf. Der Eddie Chiva. Oh! Kenny Alboreto fällt runter! Den nächsten gerissen. Michele Alboreto fällt da runter. Lami, der nächste. Oh, er kann sie gerade noch fangen. Ah,
Vettel auch noch. Gewinnt der Kenny hier dieses ereignisreiche Rennen auf der 8? Shiva und Brundle jetzt so diejenigen, die eng beieinander fahren. Die Passage, wo sie da gerade alle durchfahren, ist echt nicht so easy. Und jetzt Shiva gegen Brundle. Und? Shiva hat schon den Heel rausgefickt, glaube ich. Und Brundle ist der Nächste. Ja, leider habe ich den nur noch im Bildanschnitt da fehlt mitbekommen. Nur so ein Wagen vorbei, ohne irgendjemanden. Shiva. Oh, Vettel, er wird jetzt bald auch stürzen, weil da sind sehr viele Autos im Weg. Nur mehr 8. Zumindest actiongeladen als der letzte Grand Prix. Auf jeden Fall. Oh, Kenny. Was macht er denn da? Leider sind jetzt alle KI-Fahrer recht frei da unterwegs. Keiner mehr im Zweikampf. Können sich jetzt eigentlich nur noch selber irgendwie. Ja, durchs Ausweichen von den Leichenteilen. In Bedrängnis bringen, ansonsten. Könnten diese letzten drei Runden doch. Ereignislos werden. Aber der Kenny, der macht es immer wieder. Er führt und führt und führt. Der Dominator. Während Joker ja gleich von Kenny und Valvo in die Zange genommen worden ist in der ersten Runde. Und ich dann leider irgendwo hängen geblieben bin. Aber ansonsten, ja, da bleiben auch ein paar Männle irgendwo hängen. Könntest du die 15 und die 16 auswählen? Ja. Chiva und De Cesaris. Okay. Ich kann die nicht auswählen. Ich weiß ja nicht, wie ihr. Also ich mach das ja mit dem Steuerkreuz nach links und nach rechts. Nee, ich kann die trotzdem nicht auswählen, weiter. Mit dem Steuerkreuz. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Da kann man ja nicht alle da durchschalten. Leider geht der nicht von Position 1 zu 8. Oh, Scheiße! Ich hing mit meinem Controllerkabel fest. De Cesaris führt, Kenny verhaut. Okay. Jetzt gewinnt Andrea de Crescheris. Shiva ist nicht zu verachten. Er hat da schon einige rausgebolzt. Gebolzt. Explodiert wieder hinten. Hat jemand die alte rausgebolzt? Nee, aber wenn man halt hier ja durchschaltet, dann sieht man von Vettel, der auf 7 jetzt ist. Barilla ist raus. Dann De Cesaris 1, dann kommt Position 3, Chiva, dann kommt die 4, Loda, Lami 5, dann kommt Kenny. Loda, Matthäus. Loda. Lodder. Ich habe mir gerade meinen Rahmen zerstört vorne. Ja, da wackelt auch schon das Rad beim Kenny. Komm, Kenny, das schaffst du jetzt noch. Vielleicht verfickt der De Cesaris die Drecksau noch. Wie schaltest du durch, Jockel? Oh, Alter, Kenny. Steuerkreuz links und rechts. Oh, der Eddie Chiva, der wollte gerade Kenny böse abschießen. Irgendwas wieder raus. Noch einer ist raus. Ja, Van der Garde und Vettel! Nein! Vettel verliebt. Unfassbar. Riesensieg. Noch wer draußen. Chiva, Lami, Vettel. Cesar ist grün. Kenny, gratuliere. Oh, Mensch. What a race! Rache! Ist Blutwurst! What a race! Und es geht wieder los! Da oben muss sich die Anzeige erst noch wieder sammeln. Weißt du, was los? Bewegen, oder warum machst du da auf dem Rasen ja da solche Bewegungen? Was? Patrick Friesacher und der Walmazar, zwei Österreicher.
Und der Michi ist weg. Da hinten explodiert. Das hat dann mal wieder perfekt funktioniert. Und ich glaube, hier heißt die Runde mal wieder durchschalten. Hä, da sind ja einige neue dabei. Der Petrov war vorhin aber nicht dabei. Doch. Hat ein paar jetzt zerlegt. Schon oh. Da fallen einige nacheinander raus. Man weiß gar nicht, wo man hinschaltet. Ich bin raus. Wie ist das passiert? Ich bin in die Wand eingeschlagen, hab dann versucht, mich wieder umzudrehen, reinzufahren, dann hat mich der ganze Verkehr gebumst. Weil da, sobald du einen seitlichen Vollkontakt bekommst, gehst du dir. Belmongo auch raus. Oh. Gerade vor meine Augen umgefallen. Interessant ist, dass einer vor Start und Zielen schon also am Start weggeballert worden sein muss. Oh, Spaß, oh, Marquez gegen Mika Salo. Und der Salo fährt auf zwei Rädern seitlich noch weiter. Wie in der USA im Hollywood-Film. Alter. Oh, sieht das hier schon wieder so scheiße aus? Oh. Walwatzer. Enge Kiste hier. Und der olle Friesacher. Ach du, oh. Der Friesacher. Der Friesacher ging gerade in den Raketenkurs auf Joker, ey. Du kommst nicht vorbei. Oh, was war ich? Ich kann überhaupt ruhig. Noch dabei. Walwatzer, Sarasa, Salo, Herr Ikikovalein, Van der Garde, Vettel mal wieder, Chiva, De Cesaris, Friesacher, Noda, Lami und Spaso Marquez. Oh, ich glaub, der Friesacher nimmt. Oh, oh, Joker! Ich hab noch mehr mal kurz Verstopfung gehabt, ey. Joker weg! Ja. Okay. Hat's im Manöver mit Friesacher weggeschmissen? Friesacher kann noch weiterfahren. Dumme, dumme Sau. Dumme Sau dort. Dumme Sau dort. Dumme Sau dort. Dumme Sau dort. Was ist los? Wer hat da die Musik angemacht? Dumme Sau dort. Dumme Sau dort. Komm, mit der Hochschritt. Ui, da wird einer. Oh, der Noda, der fährt gerade auch auf zwei Räder weiter. Die bescheiße doch alle. Die haben doch bestimmt irgendwas darunter, die Rasenmäher geschraubt. Du guckst. Guckst. So, ja, Eddie Chiba gegen der Vettel. Weit. Immer die gegen der Kovalainen. Chiba, Vettel. Hallo und Marquez dahin. Letzter Platz. Fährt eigentlich noch der Walwatzer? Ah, der fährt noch, das ist uninteressant. Nee. Jetzt hier zum Beispiel Vettel, Kovalainen und Chiva. Ja, das ist hier viel interessanter als der Walwatzer. Der fährt ja vorne. Finde ich. Keiner kommt auf die 8. Die sind alle so langsam, dass da keiner mehr auf die 8 kommt. Oh, da hat sich Kovalainen gerissen, da ist er raus. Ich habe nur noch das Knalle gehört, aber nicht gesehen, wer das war. Oh, Lami, Salo und Marquez jetzt. Was los, Kenny? Nichts, alles gut. Und das war's, Tasso Marquez! Ich schau gerade von einem Rapper, der sich so jetzt Richtung Rap-Analyse und sowas halt verschiebt. Der schaut sich eine alte Battle-Runde von SpongeBob an und da ist halt so ein harter Part drin, der ist so der Killer und der muss trotzdem lachen, obwohl er vorher sagt, oh bitte lass das nicht wahr sein, wenn er das jetzt rappt, dann ist die ganze Stimmung im Arsch und der muss trotzdem am Ende lachen, ey. Oh. Kann ich auch immer schicken. Ja. Der Part von sich trotzdem zu groß. Valvo, der immer das Männchen macht mit dem Rasenmäher.
Vettel gegen Chiva. Chiva hat's drauf, komm! Nein, Chiva! Oh, aber Chiva lebt noch. Er ist noch da, sonst wäre angezeigt. Das Durchschalten ist so ein bisschen bescheuert jetzt. Ja, weil du halt nicht durchgehend von 1 bis so und so viel, sondern 1. Ich konnte jetzt nicht auf der Eddie Chiva schalte, weil der sonst wohin geschaltet hat. Ja, Vettel und dann kommt bei mir Friesacher nach vorne, der auf Platz 3 fährt. Oh, der klemmt. Oh, der haut der Chisel raus! Friesacher on fire! Müsste mal, wenn so ein Takedown kommt. He's on fire! Real quick on fire! Oh, jetzt wird schon eng hier bei der 8. Ja, weil Valvo hat ja das Glück. Nee. Vielleicht der Zarazar nicht mehr. Der hat ja das berühmte Lied geschrieben, oder? Sarazar. Oder war doch der, oder? Der hätte es doch gesungen, glaube ich. Genau der. Also über okay, den ging ja, über den ging ja das Lied, glaube ich, damals. Pedro Lamy. Valvo hat noch Glück. Jetzt kommt er mal auf die 8, aber die sind halt alle. Chiva kämpft sich wieder ran. An Vettel. Oh Gott! Boah. Er fährt weiter, Alter. Der Chiva will es wissen. Der will den Vettel ordentlich durchbumsen. Ordentlich vergewaltigen. Jetzt ist er wieder bei der 8. Wer war denn das? Nada ist weg, glaube ich, vom Platz 2. Ja, Nada ist tot. Nada ist raus, ja. Wir sehen hier gerade beim Duell Chiva gegen Vettel. Das ist interessant. Mal Chiva jetzt vor Zahn Vettel? Wir, nicht gucken. Wir können ja mal hinschalten, dass man mal wieder gezeigt habe, aber da passiert ja nichts. Los, Chiva, setz dich durch. Hau den Vettel raus, dumm Sau. Dumm Sau da. Dumm Sau da. Und jetzt, danke. Nee. Oh, Ficken. Nein, scheiße. Schade, jetzt sind auf einmal alle weggegangen. Schade, mitten im Duell und da ist der Vettel noch vom Eddie Chiva gelandet. Ja, weil sofort, wenn der letzte menschliche Spieler aus ist, wird ja dieses Ergebnis sofort eingeblendet. Als dass keine weiter mehr ausgeschieden ist, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Einmal noch. Einmal geht mal noch. Einmal um die ganze Welt. In Schlüpfer voller. Oh, ich bin jetzt da der Alvoreto vorne, die. Oh, da kommt er. Oh. Da kommt er. Sau dort. Oh, das endet hier nicht gut. Das endet doch hier nicht gut. Naja, wenn ihr euch da in die Zange nehmt. Oh. Ich kenne nur die Nudelzange. Ich bin mehr für die Schere. Immerhin, für einen kleinen Beiroller hat's gereicht. Oh. Oh, ich hab einen. Oh, da stürzt einer vor mir. Da stürzt einer vor mir. Ich nehm den mit. Ich weiß nicht. Alvoreto. Wer ist weg? Alvoreto. Den hat's zerlöten, ey. Oh Gott, dahinter mir. Dahinter mir. Ich glaub, der Eddie Chiva ist weg. Nein. Und ich glaub, Vettel, den hab ich gerade umgefahren. Sehr schön. Oh, nein, da ist er weg, der Meister, nein! Aber du hast auch nicht aufgeräumt. Es war nicht Vettel, es war jemand anders, sehe ich. Nein, Michi. Nochmal, Michi. Ich bin doch schon wieder raus. Ich habe die Kontrolle über das Rasenmähers verloren. Das ist ein Rasenmähers. Oh, war das knapp. Oh. Gerade noch so. Zurücksetzen können. Oh, oi. Bist aber du da in der Kumpel so weit nach außen Richtung Zaun gekommen? Nee. Okay. Ich war in. Aber übrigens, es sind in der Runde nicht mehr viele drin. Sind schon ziemlich früh jetzt in der ersten Runde einige weggeflogen. 3, 6, 8, 9, 10 noch.
Ja, da Michi sicher einiges damit zu tun gehabt. Ich habe also auf jeden Fall zwei, habe ich glaube ich weggeräumt gerade. Die sind mir aber vor die Schnauze gefahren, dummerweise. Eddie Chiva ist raus, ja, der ist nämlich vorhin hinter mir abgeflogen. Oh, Scheiße! Oh. Da hat's einen in der 8 zerlegt, wer war das? Genau vor mir. Ich weiß es nicht mehr, wer war. Oh, ich Gott, auch nicht. Oh, shit. Aber es fahren noch ihr drei. Das dann fährt noch Salo, ja, Kovalainen, Van der Garde, es ist der Cesares, der Marquez und der Noda noch da. Also, aua. Liegt es vor der Ratsch. Nein. Glück für den Kenny. Bist du auch angedacht an die Mauer? Ja. Und ich wollte der Mauer vorhin ausweichen, dann kam ich in Schlingern. Was ist das für ein Bug? War vor der Grafik Bug. Da war gerade ein Dach. Bei der 8 in der Mitte. Oh shit! Das haben sie ganz schnell hingebaut. Das ist ein Pavillon. Schnappt er diesen Pavillon? Silicon Pavillon, lalalalala. Ist weg. Jetzt ist es weg. Da ist es ja wieder. Der Noda. Marquez? Hallo Kenny. Da fährt ihm der Mika Salo hinten drauf. Er hat gerade ein Männchen in der Luft gestanden. Der Salo ist ein Balbo hinten drauf gefahren. Da ist schon wieder diese Bug. Ja. Schade, dass du es nicht aufnimmst. Ich glaube, den sehen wir nicht aus deiner Perspektive. Ich wechsle mal die Kamera. No. Ich glaube, Valvo war's und Salo. Salo. Scheiße. Damit haben wir noch Kenny und Joker. Also es haben wir nur noch 5 Leute drin. Kovalainen, Van der Garde und wer noch? Marquez und De Cesaris. Ach, was da gerade hinter mir ist, passiert ist, Joker. Ja. Und ich habe gerade rumgeschaltet und habe es zufällig noch gesehen. Runtergeschifft. Ja, ich sehe das doch auch. Immer in der Aufnahme. Ich sehe das doch auch, Vajo. Okay. So eine Schräge kurz vor der Rampe, ne? Ja, genau. Oh! Jetzt haben wir mal hier eine andere Kamera drauf und der Kenny hat ganz schön Mühe. Die Kurve dazu kriege, das fast wäre umkippt. Oh, jetzt, es war auch sehr knapp. Es führte Kenny vom Joker. Und da hat es einen zerlegt. Marquez jetzt auf der 4 Van der Garde, denke ich mal. Van der Garde ist weg, ja. Dann haben wir nur noch Marquez, Kovalainen. Und noch so ein Idiot. Ach, der Cesaris. Ich wusste jetzt den Namen nicht. Ach, der Kenny. Ja, der fährt ja noch souverän in Führung. Oh, das war knapp. Der Cesaris. Oh, diese Ausweichmanöver. Diese leichten Ausleichmanöver. Das klang ja wie Alarm für Cobra 11, der Dönerpolizei. Die Verarsche, wo sie glaube ich immer bei, wo war es, Freitagnacht oder so, weil sie über die Verarsche gemacht mit dem Cobra 11, der Dönerpolizei. Ich glaube Freitagnacht war das, wo sie immer verarscht haben. Was passiert hier noch? Sind immer noch zu viele im Rennen? 5 sind leider immer noch 3 zu viel. Oha, die neue Talkshow. 5 sind 3 zu viel. Ja, das scheidet dann immer einer aus nach einer halben Stunde. Oh, Kenny. Oh. Der Jocke führt, oder? Durch den Zurücksetzer. Da.
Befreit ist wieder in seiner Welt. Da war der. Da hätte es gerade geklappt, gefickt gegen Spaß. Ne, der ist noch da. Sind alle noch da? Alle da! Der Opa immer. Oh, Kenny, Vorsicht! Oh, Kenny gegen den Teaser ist. Das war knapp, ne? Wir waren jetzt gesehen. Was war denn da? Nix. Die Kurve war gut. Die war steinstark. So hieß eine Kandidatin nee, bei der OB-Wahl bei uns. Hier Stein. Ist er nicht. Auf der anderen 8-Seite, wenn er da rumkommt, dann ist der DJ so ist so nah dran. Andrea. Last lap, final lap. Keep pushing. Also der Cesaris fickt noch irgendwen weg. So langsam wie der da ankommt. Am Ende werden hier wahrscheinlich 5 durchkommen. Oh. Oder nicht. Glückwunsch, Joker. Gerade noch geschafft. Und jetzt Joker. Jetzt wird er noch in den Zaun durchfahren. Nein, das will er natürlich nicht mehr machen, der Joker. Als Sieger. GZ, Joker. Danke. GZ, Beste Runde hat er wieder mal, wo? Immerhin. In den Top 10, also nach Formel 1 Reglement, so er noch 2 Punkte geholt hätte. Fliegt aus dem Ende mit in der Aufnahme durch. Ja, Leute, das ist jetzt mein letztes Rennen. Ich muss morgen früh wieder arbeiten. Beziehungsweise in ein paar Stunden. Ja, dann machen wir noch eins. Aufnahmezeit sagt, es kann mal ruhig wieder ein bisschen länger dauern. Und es geht noch eine Runde hier auf dem Rasenmäher. Wir wollen jetzt mal ein bisschen länger durchkommen noch hier zum Abschluss dieser Strecke. Machst du in der ersten Kurve? Ja, da eliminiert man das halbe Feld. Ich habe vorhin gesehen auf der Fensterbank, dass durch die Sonne meine Schweiz-Flagge schon total ausgebleicht ist, aber es interessiert glaube ich eh kein Schwein. Ich war in Schweiz. Oh! Mein linkes Vorder. Das habe ich jetzt überhört mit der Schweiz, glaube ich. Soll ich es nochmal sagen? Nee. Das überhören wir mal ganz deutlich. Oh, Kenny! Oh, Kenny hat sich nochmal gerettet. Valvo steht da, Abfahrkreuz und quer! Salo, du Arsch! Joker raus! Fieber ist tot, da vorne brennt jemand. Oh, da brennt er. Joker auch raus! Weil der Salo dir da reingecrasht ist, oder wie? Ich musste mich gerade zurücksetzen. Hab noch ein Ausweichmanöver erfahren, bin dadurch langsamer gewesen. Ach, dann kam Salo von hinten und hat mich gebumst. Weißt du, du wolltest mir voll reinziehen, oder? Ich wollte gar nichts machen. Bei dir, oder wie war das so schräg stand? Nein, ich war durch dich irritiert und bin dann in die Mauer hinter dir gezogen und hatte Angst. Nein, ich will nicht schon wieder ausfallen. Schnell die Rücksetztaste. Dann bist du quer übers Feld geschossen und da höre ich nur noch den Joke. War das dann, mir, Jockel? Da höre ich den Joker Salo, du Arsch. Ja, also Salo war halt. Uff. Und Valvo raus? Nee. Salo auf 9. Also 8, wir sind noch drin. Marquez kommt nicht von der Stelle. Der steht in der Kurve, glaube ich, hinter Start und Ziel. Vorsicht, Kind. Linkes Vorderrad schief. Ich bin noch nur über das Metallding gefahren. Marquez. Die erste Kurve wird richtig scheiße, ey. Jetzt ist er down. Er wurde von De La Rosa in Art. Oh, da ist noch einer weggeflogen. Das ist ja ein Schlachtfeld, meine lieben Zuschauer. Schon 3 Runden haben wir überstanden. Schaffen wir es noch mal. Kommt da jemand? Die sind so langsam, die kommen doch nie und nimmer um die Arme. Ach, Kenny ist auch dabei. Ganz vorne. Und Valvo. Ha,
Also Kenny de la Rosa, Michi de Chip. Und hier muss man übelst ausweichen! Nein, nein, nein! Oh, Michi, da zerreißt die rosa Knutschkugel. Ja, leider hat's nicht mehr gereicht, um die Zurücksetztaste zu drücken. Schade. Ja, immerhin werde ich jetzt als Sechster gewertet, weil da nur noch 5 drin sind, folglich. Immerhin, aber schade, 3 Runden. Leider hat's nicht zu mehr gereicht. Schade. Ich fahr mal aus der Cockpit-Perspektive mal gucken. Oh, Cockpit. Oh, hier mit Schleifswalbo. Aus dem Cock. Der hat sich noch versucht, festzuhalten. Also, wir haben ihn dann weggeschleudert. Er hat immer weiter reingedrückt. Oh, Scheiße. Oh, shit. Okay, ich fahr doch wieder von außen. Von außen. Einfach gut! Crash, da ist es einfach gut! Perfekt, da hab ich die Skarre, oder? Wie der Michi noch auf dem Rasen, der auf dem Rennen runterfährt. Tja, nur noch 5. Das war ja gerade Michis, oder? Den ich da. Nee, der Michi steht noch da. Der steht da mit neben und die Figur von Michi ist noch direkt auf dem Rasen, der drauf brennt. Tja, das hat mich leider keiner rausgezogen. Das ist halt tragisch. Tragedy! Das ist halt einfach gut! Beim ja, Rennen macht auf Niki lauter. Genau, so habe ich ja wohl auch mal so aussehen wie der. Ich sag da nur einfach gut! Beim Crashen ist das einfach gut! Und jetzt dann hinterher von dir. Dann hinterher paar Pommes und noch einen Big Mac. Beim Crashen ist's einfach gut, la la la. La 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 la. Alm rückt immer mehr auf zu Petrov. Valtteri. Der schnellste Runde unter 50 die Zeit. Valtteri, ich wusste gar nicht, dass der Bottas hier auch dabei ist. Ja, weil wo kommt da noch? Valtteri gegen Valtteri. Kenny wieder souverän vorne, geil, aber kein Eber ist ja auch. Ja. Wer fickt jetzt wen? Ja. Oh, du geile russische Schnitte, du. Oh, du stinkst so nach Putin, Vitali. Da geht er vorbei. Das ist prima. Da vor ihm crasht's wieder. Willkommen. Wo ist der Michi? Ich bin schon raus. Wo liegt er? Kann ich dir gleich zeigen. Krankenhaus. Nee, verbrutzelt. Eingeäschert. Nimm das mal super mit, was der Walter hier. Alter, wie Cesar ist. Und zwar jetzt das nächste Fahrzeug, jetzt hier rechts steht da auf der Mitte. Oh, okay. Da halt, wo das Männchen noch drauf sitzt. Haben wir nicht gesehen. Da extra die Runde jetzt mitgemacht, aber nicht gesehen. Bam! Ballwasser. Ab der Kühlerfigur. Die KI ist mega aggressiv. Jetzt mal aus der Sicht von De La Rosa Valvo mitnehme. Na, das Spiel Wreckfest heißt, sollte es eigentlich auch sein. Ja, da ist schon was dran. Leider, ne? Leider fehlt mir halt so ein Modus, wo du halt nach Punkten, also wenn du jetzt wirklich jemanden killst, dann da richtig Punkte für kriegst. Das klingt aber... Das ist dann eher Battlefield. Nö, ist Demolition. Demolition oder Destruction Derby war ja früher. Hast du auch für 360 oder... Dafür hast du Punkte halt kriegst. Und hier ist das ja eigentlich doch eher... Die Modus, die gibt doch eher da, dass du das Rennen gewinnst. Ja, Jockelfield. 1969. Wenn dann 2069.
Das heißt ja auch demnächst nicht mehr Everton, sondern Jockelton. Nee, Tommy Gottschalken. Das war auch geil. Na, ich bin der Chef. Hallo. Ja, das war's jetzt schon. Ja, die Pressekonferenz. Wieder Gottschalk aus Australien. Ja, danke. Das war's jetzt schon. Na, keiner kann den Gottschalk so gut nachmachen. Keiner kann den Gottschalk so gut nachmachen wie der Joker. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt mal gucken. Kommt der Kenny diesmal? 49-2. Und Kenny seine beste Runde 49-9. Aber Kenny schafft's diesmal ins Ziel als Sieger. Er war gerade eben schon im Ziel, aber jetzt als Sieger. Wenn er jetzt noch die Flammen des Todes hier übersteht, also die fünf Autos, die hier brennen. Ja, das schaut gut aus. Ja, mal ein kleiner Wackler da drin. Aber. Ist noch eine Wand. Aber jetzt dürft nichts mehr passieren. Und hier geblieben! Und damit hat Kenny sein Abschlussrace ohne. Jawohl! Und jetzt gehen wir noch zum Balbo. Der hat's noch auf 2 geschafft. Und knallt da runter, aber leider nicht mehr im Bild. Was für Zeiten hier! Weltklasse! Das ist eine Bestenliste, aber Bestenliste wird leider nicht gefunden. Online gefahren, sondern halt nur per LAN-Modus. Die Cesaris de la Rosa. Die alte Rose. Das gibt Geld. In der Mode. Sag mal, ist bei 50 Level Schluss? Gibt's ja gar keine Level-Ups mehr ab 50? Nee. Leider nicht. Echt, das ist tatsächlich schon am Maximum? Mhm. Weil mir fällt auf, ich krieg immer noch Erfahrungspunkte, aber keine Level-Ups mehr, wo der Balken voll ist. Kann man auch nur hoffen, dass es irgendwann das auch nochmal weitergeht. Genauso wie man ja auch mit neuen Autos bald mal hoffentlich. Ja, das war jetzt mal eine nice Runde von den Rasenmähern. Oder sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Wreckfest. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Ciao.